Ja, hallo, liebe Factorio-Freunde. Ich sag's immer wieder falsch. Ich bin's, der Tenshi. Und ja, ich habe das Spiel Factory Town geschenkt bekommen von einem lieben Zuschauer. Und dachte mir, spiel das mal. So, ich hab's ein bisschen anders gemacht, weil ich hab einfach gesagt, ey, ich spiele das jetzt im Livestream. Und hab's dann angespielt und dachte mir, boah, das ist so gut. Das ist so gut. Also es ist eigentlich traurig, dass ich davon kein Let's Play mache. Also dachte ich mir, okay, machst du Let's Play draus, aber trotzdem im Livestream. Also quasi ein Live-Let's Play. Das heißt, eigentlich dachte ich mir, okay, ich spiele das einfach und schneide nachher einfach die aufgezeichnete Version dann einfach zusammen. Problem ist natürlich, dass Twitch quasi nur so speichert oder so aufnimmt, wie ich halt streame. Und man streamt halt nicht besonders hoher Qualität, weil es einfach nicht wirklich möglich ist. So. Bedeutet also, ich habe irgendwann gesagt, okay, ich werde jetzt hier einen Cut machen und werde selber noch nebenbei mit meinem Rechner noch im 1080p aufnehmen. Bedeutet allerdings, dass die erste 1 oder 2 Episoden, das weiß ich noch nicht genau, muss ich mal gucken, wie ich dann schneide, noch in 720p sein werden, quasi aus dem Livestream heraus und mit meinem Gesicht. Aber danach wird es besser, dann kommt dann 1080p ohne mein Gesicht und dann einfach ganz normal gewohnt, wie ihr es halt auch so kennt. So wie jetzt, ne? So wie jetzt. Ja, Factory Town ist quasi, du baust eine kleine Stadt und automatisierst alles. Also auch mit Fließbändern und so weiter. Ich habe das Gefühl, immer auf meinem Stream, auf mein Channel, würde ich sagen, ist alles eher so mit Factory zu tun. Ne? Und Factory, man sieht hier allein schon das Logo. Das kommt schon sehr krass an Factorio ran. Aber es macht echt Spaß, Leute. Man kann es echt geben. Ich habe jetzt mehrere Folgen schon aufgenommen, ne, im Stream und werde es auch weiterhin im Stream machen. Und ja, ich quatsch mal nicht so lange weiter. Anfangs übrigens das Spiel noch auf Englisch. Das habe ich dann erst umgestellt, als ich dann die Aufnahme aufgenommen habe. Dann wurde mir gesagt, man kann das auch umstellen. Bedeutet also, ne, erst am Anfang ein bisschen Englisch, aber ist ja nicht so schlimm. So, gut, dann quatsche ich nicht so lange. Es geht los. Okay, also, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Null Plan. Null. Bin kein Assassin's Creed-Spieler. Ach so. Weil du gesagt hast, du würdest das kaufen, deswegen. Szenario Default. Okay, Plains and Rivers. Alter, es gibt noch. Kann ich mir nicht angucken? Oh, cool. Okay, das ist bestimmt ziemlich schwer. Plateau. Das sieht aus wie Creeper World. Kann man das auf die Seite schieben? Ne, sieht aus wie Creeper World so ein bisschen. Creeper. Wie heißt das nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Volcanic Island, Flat, Empty, Arthur, Desert Cliffs, Hood Hill, auch cool. Ich habe ja keine Ahnung, inwiefern das jetzt wichtig ist. Sowas ist bestimmt auch cool. So, dass er über den Berg musste, um am Wasser ranzukommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also, Empty ist ein bisschen. Also. Ja, ist bestimmt gut für den Anfang, aber. Ach, die werden immer neu generiert. Okay. Ich glaube, Plains ist einfach das Beste. Weil da noch so ein Fluss dazwischen ist. Der aber nicht ganz ausgefüllt ist, finde ich witzig. Der ist auch flach, nicht so bergig. Wenn er wäre schon. Oh, das ist ja interessant. Hier hat man durchgehende Flüsse. Wenigstens einen durchgehenden Fluss haben. Oh, das sieht auch interessant. Ja, das ist interessant hier mit dem. Ich mache einfach Quaid. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz man braucht, wie viel Platz das überhaupt ist. Welcome to Factory Town! Vielleicht hätte ich mal gucken, ob ich das Deutsch machen kann. Hab die 1 gespielt, das war der Konzept noch was völlig Neues. Mit der 2 und der 3 war es dann ausgelutscht. Und mit dem 4-Teil haben die ja massiv andere Szenarien gewählt. Das war wieder cool. Also ich weiß ja tatsächlich nur, ich hab nur Teil 1 fand ich halt irgendwann nach einer Zeit echt langweilig so. Vielleicht hätte ich einfach weiterspielen müssen. Ja, wieder so eine Scheiße. Ja, dein Premium-Test ist abgelaufen. Du kannst mich mal. So.
At the start of each map, you only have a few workers. Oh. But as you build houses, upgrade your base and complete research, you will soon have a fully automated network of conveyor belts and rail lines. Then unlock advanced magic power technology to achieve extremely optimization. What? Often you will want to tell a worker to delivery. Nein, brauchen wir nicht sowas. Brauchen kein Tutorial. Und das Erste, was er mir sagt, ist hier, ich soll was machen für den. To build and expand your town, you will need to collect a lot of resources. Left click to select a worker. Then right click on a tree. Hier, los, mach tree. On your base, was? Then right click on your base to assign a drop off location. War hier. Na, guck mal, wie er läuft, das ist süß. Er wackelt da am Baum ein bisschen rum. Und dann schmeißt er es zurück. Okay, sowas wie ziehen geht leider nicht. Finde ich schade. So, du sammelst andere Sachen. Hier, Steine kannst du sammeln. Und du kannst ein bisschen Fressen sammeln. Pass auf, jetzt wird es selbst zum Virus, wenn du nicht Premium holst. Das wäre krass. Houses increases your population limit, allowing you to create more workers and buildings. Open the building menu bay, select the buildings, select the house, press the left click to build a building. It is very helpful to place your first house near the source of the food in the crane. Okay. Building. Haus. Eine Lambo-Dings wäre aber auch cool gewesen. So, wie kann man drehen? Kann man... Okay. Ziemlich eng hier, aber wir setzen es dahin. You will need two lots of workers to harvest and delivery good for you to building to another. Open the build menu, select the worker, place zwei neue worker. Okay. Worker, worker, klick, klick, zwei worker. Habe ich irgendwo, habe ich eine 6 von 6, habe ich, okay. Earn the coins by supplying houses with gods. Also wie Gott, ne? This will also generate happiness, which boosts speed of production buildings. Was? Ihr earn coins? Achso. So, left worker, right click on the crane, then right click on the... Ach so. Crane ist doch das hier, ja. Jetzt sammelt er alles dort rein, das ganze Crane. Naja. Was soll's. Mach's halt so. Apple Tree, Alles ins Haupthaus. Worker move much faster on Pfads. Oh Gott, jetzt soll ich noch einen Pfad basteln? Verrückt. Soll ich denn hier einen Pfad machen? Warte mal, wo laufen die meisten Leute lang? Oh, jetzt sind sie so schön schnell. Lumber mile, the mills turn wood into planks, which you will need to for buildings. Okay, gather 5 stone, open the build menu, select building, lumberjack, left click, base button, produce buildings, figure spare. Okay. Ich habe mein Population Limit aber schon erreicht, also muss ich erstmal noch ein Haus bauen. Scheiße. So, wo kann ich jetzt ein Haus hinklatschen? Hier habe ich, glaube ich, mit dem Weg. Mit dem Weg, der da ist, das ein bisschen verwirkt. Hier passt noch einer hin. Geil. Muss der jetzt auch Coins? Also die sind happy. Weil die halt Coins haben, oder? So, irgendwie klingt das schon so. Ich fühle mich jetzt mein Haus mit Götter für Geld. Die KI ist schon ganz gut. Die nutzt die Wege automatisch, wenn es schneller geht. Ja, das ist schon nice. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Haus, Upgrade, Haus. Ach, guck mal, das, was man reinschmeißt. Wenn ich da jetzt noch 10 Münzen müssen da rein und 5 Holz, dann kann man es upgraden. So, und die sind auch happy. Warum sind die happy?
Das kostet einfach nur 15 Gold. Aber die würden ja... Warte mal. Bringt der auch da was hin automatisch? Warte mal. Ich glaube, der bringt generell was zu den Häusern. Moment, gucken wir mal. Oh, der bringt das generell dahin. Das ist natürlich nice. Was ist denn jetzt mit dem, der das eigentlich alles einlagert hier? Das ist der hier. Mach mal einen neuen Job. So. Hör mal auf, das bei uns reinzuschmeißen. Sondern schmeiß es da rein. So, können wir denn dann irgendwann auch da rankommen? Hier müssen wir auf jeden Fall... Oh, hier überall geiles Zeug. Hm. So, jetzt brauchen wir eine Mühle. Eine Lumbermühle. Können wir hier überhaupt Wege hochsetzen? Mal gucken. Wäre natürlich vom Vorteil so ein bisschen. Das funktioniert. Geil. Dann kann ich hier... Hey, ich weiß nicht, warum es da nicht geht, aber... New Buildings unlocked. Ach du Scheiße. Okay, nice. Du hast natürlich kein Rezept. Sollen wir mal anschließen? So, jetzt drücke ich mal kurz. So, Rezept wäre natürlich Blanken. Logisch. So. Bring enough wood to your lumber mill to craft a blank. Ja, jetzt bräuchte man natürlich jemanden. Wir haben ja, eigentlich könnte man noch zwei Worker machen. Lass uns erstmal einen holen. Einen Worker. Den setzen wir da hin. Und du bekommst dann den Auftrag, von hier Holz zu holen und schmeißt es dann da rein. Das funktioniert oder ist rechtsklick machen müssen? Ja, rechtsklick, okay. Dim, 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 dim. Muss mal die Audiomusik vielleicht ein bisschen leiser machen. Ja, geil, oder? Bring zwei Wood to the Lumber Mill, wait for the blank to be created. Es ist natürlich doof, dass wir jetzt ein permanentes Tutorial haben. Ja, jedes Haus benötigt eigene Güter, aber das ist geil, dass sie das gleichmäßig verteilen, weil sonst müsstest du jedes Mal jemanden einstellen, der das dann holt. Jetzt haben wir das ist bald weg. Ich weiß nicht, ob den automatisch zum nächsten Rennen, zum nächsten verfügbaren. Bring the blanks from the lumber to the base to add it to inventory. Left click to select the worker. Da muss ich jetzt noch einen einstellen. Oder ich glaube nicht, dass man den mehrere Aufgaben geben kann. Hä? Wie? Hä? Ich habe doch eigentlich bloß ein Grad gebaut und nicht zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann der da, der dumm rumsteht und Äpfel holen soll. Aber scheinbar sind die Äpfel voll oder er kriegt keine mehr. Ja, auf Äpfel scheiße ich jetzt erstmal. So, du holst die Blanken und tust sie ins Haupthaus. Wir haben schon dazu 2. Wow, Happiness 2, krass. So, und dann können wir die upgraden schon. House can be upgraded to increase the population limit. Upgrade houses will also consume goods faster, helping you earn more coins. Let's go, make a upgrade. Luck, wie viel passen da jetzt rein? 4 Stück, okay. Your base can be upgraded, increase the house limit as well. Ah, es gibt ein House Limit. Oh, hier oben sehe ich es gerade. 4 Stück. Hat das Spiel einen Multiplayer? Das weiß ich nicht. Ich meine, das ist ein... Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, ich brauche noch 10 Bretter und 4 Happiness. Der hatte doch gerade 2 noch. Consuming Food. Oh, da ist das Food schon wieder leer. Wir haben zu wenig Food tatsächlich. General Gods. Okay, wenn man hier noch ein paar andere Sachen reinschmeißt. Missing Input. Missing Input, was hier auch? Hä?
Ah, das. Nee, doch, die holen das Essen jetzt von da ganz hinten. Aber die schmeißen alles nur in dieses Haus hier rein. Aber hier sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn die Wege zu weit sind, dann essen die das Essen so schnell weg, dass sie nicht genug Zufriedenheit produzieren. Ha. Der bekommt gar nichts mehr ab jetzt gerade. Und ich brauche halt 4 Happiness. Oder ich muss noch einfach 4 Häuser dazu bauen. Ja, hier passt leider nicht hin. Doch. Toll, das ist aber dann Wasser, oder? Kann ich den Pfad da irgendwie wegreißen? Kann man noch Sachen abreißen? Bild wie Move Block. Ah, sehr gut. So, jetzt haben wir noch ein paar mehr. Die bekommen jetzt auch ein bisschen Essen, keine Ahnung. Ich frage mich, ob die generell nachher nett und lieb sind. Worker Overlay. Dann das Inventar, okay. Ökonomie. Ach, guck mal. Interessant. Also, wenn wir das Ganze noch verarbeiten würden, würden wir auch mehr Geld kriegen. Gut zu wissen. Building, Select, Pause, Menü. Ach, guck mal, ich habe jetzt genug Zufriedenheit, um ein Upgrade zu machen. Aus Maximum Increase by 4. New Buildings unlocked. Food Market. Hm, krass. War meine Frage. Spielen wir gleich noch? Wie, was spielen wir? Doch, bin ich, aber bekomme aufs Maul was. Das Spiel. Und wie findest du es? So. Ich finde es jetzt ganz gut. Ist jetzt natürlich erstmal nur Tutorial hinterher rennen. Bisschen schade, aber so ist es halt. Markets can be loaded with items and then Nurby houses will automatically buy from them. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Aufzeichnung auf YouTube einfach hochlade. Also ich persönlich zeichne ja nicht groß was auf. Nebenbei. Aber Twitch zeichnet auf. Und ich glaube, die Qualität, auch wenn es 720p ist, sollte ausreichend sein. Aber es ist so ein Spiel, das ist eigentlich ganz gut so. Ja, das Tutorial geht nicht mehr lang, das glaube ich dir. So. Ja, Market. Eigentlich wäre Market dann natürlich hier am besten gewesen, aber das Haus kann ich bestimmt nicht verschieben oder so. So, wo ist denn jetzt der Market? Buildings, Food Market. Stone habe ich genug. Geld sollte ich auch genug haben. Oh, das passt ja sogar noch rein. Es sollte ja ein bisschen neu. Also hier werden wir vielleicht irgendwann alles ab. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das weg ist, dass man hier sich dann irgendwie weiter aufbaut. Dann wäre das ja nämlich eigentlich noch eine ganz gute Position. So, der Pfad ist jetzt natürlich blöd. So, was macht denn das? Place the market near your house so it can automatically supply them. Ach, der supplyt es denn? Okay. Zerbleit es denn? Alter, was ist los mit mir? Pfad, noch vielleicht noch so einen Eingang reinbauen. Der war doch hier irgendwo. Hier, glaube ich. Warte mal, die bringen das jetzt alles dahin. Ah, ich verstehe. Und die holen sich dann vielleicht selbst das Essen von da. Hm, zumindest steht da, sehe ich nichts davon. Doch, hier. Consuming. Ist wieder leer. Na? Okay, hier ist auch nichts drin. Warte mal, die springen jetzt was rein. Sehe nicht, ob irgendwas drin ist. Null? Hä? Also ich glaube, das wird sofort weggefressen von den Leuten hier. Hier, der hat gerade was weggefressen. Okay, die holen sich das dann von selbst, außer der ja. Oder hat er noch die Reichweite? Doch, die Reichweite? Es leuchtet noch. Genau, also Reichweite geht noch. Okay, dann müssen wir einfach hier ein bisschen. Wir haben ja eigentlich auch. Wir können ja mehr Worker machen. Da würde ich jetzt noch einen machen für Äpfel. Der auch essen. Grain mills turn grain into flour, which can be sold for a higher price and it's an increment in other goods. Ja, das ist natürlich auch nice. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwann anlegen können, das Grain. Dass wir das nicht einfach. Hier drüben sieht schön schön aus hier mit den ganzen Wiesen. Aber dann würde ich vielleicht ein bisschen groß
zügiger direkt schon schauen, wo man das anlegen kann. Hier ist ja schon ziemlich eng. Hier ist zwar das Crane. Hier ist auch nochmal Crane. Vielleicht machen wir hier so ein Crane-Feld und dann hier die Mühle. Schauen wir mal. Houses, Lumber, Crane. Ach, braucht tatsächlich einen Arbeiter. Ihr habt recht. Hier ist auch nett. So, dann machen wir da den Weg. Na gut, da, ich glaube, das funktioniert nicht so einfach. Machen wir hier den Weg so. Aber wir können trotzdem hier den Weg vorbeiführen. Vielleicht hätte man auch hier runtergehen können, so. Oh, mit rechts geht das auch. Cool. So, select the grain mill, select the floor recipe, bring enough grain. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Worker, der das Ganze dann von hier sammelt und da reinschmeißt. So, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir zwei brauchen. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen, der das Ganze nachher wegbringt. Und zwar da rein natürlich. Ein weiter Weg. So, warte mal. So. Hä? Ach, hier kann ich auch mehr Workers reinmachen. So, was brauchen wir hier? Drei Crane brauchen wir. Okay. Also ein Floor ist scheinbar schon fertig. Wurde auch schon weggebracht. Weil man sieht gar nicht, wie viel Crane drin ist. Aber es müsste jetzt zweite. Ah, jetzt sind drei. 4 Sekunden und dann kommt da ein Floor raus und wird dann dahinter gebracht. Und dann sollten die ja eigentlich, guck mal, die haben schon zwei, Alter, bestimmt wegen Äpfel und jetzt auch noch Floor. Wie geil ist das denn? Also, wie heißt das? Mehl! Wie hieß die Website mit dem Spiel, was du manchmal im Hintergrund laufen lässt? Congregate, genau. Oben rechts steht der Inhalt. Ach, hier. Ja, okay. So, sehr gut, da haben wir das auch. The workshop lets you craft wood wheels, conveyor belts and many other useful and valuable items to help automate your town. Oben ist ein Bildmenü. Okay. Das würde ich, wenn das nicht zu groß ist, würde ich das gerne hier mit hinsetzen. New buildings, barn, stone. Ach, ich finde das cool. Meine Stimme ist schon ein bisschen im Arsch. Barns are special shared storage structures and any items you place there as you when placing a new building. Was? Soll ich jetzt Barns machen? Nee. Achso, ich soll einen Barn machen. Dün, dün, dün. Create a Barn. Also es ist einfach so ein Ding hier wahrscheinlich. Einfach so ein Zwischenspeicher. Wäre natürlich hier dann auch ganz gut, wenn es klappen würde. Was nicht tut. Was ist nicht. Hä? Habe ich die Rohstoffe dafür vielleicht nicht? Was brauche ich denn dafür? Ach, ich habe noch nicht genug Bretter. Ich brauche mehr Bretter. Ich habe nur 7. Muss noch ein bisschen warten. Ich habe noch 8. Aber bis jetzt ist es schon ganz cool. Muss ich schon sagen. Macht schon Fun. So, jetzt haben wir 9. Der bringt jetzt wieder Bretter rüber. Der braucht halt natürlich eine Weile, ne? Also, um das effizient zu machen, müsste man halt 3 Bretter rüberbringen oder so immer. Oder so, je nachdem, wie schnell das halt ist. So, dann müsste da eigentlich hier hinpassen. Sehr gut. Und Schuppen. Und Zwischensparen. Dann kann der eigentlich das da rüberbringen. Machen wir hier. Nach da. Ah, nee, warte mal. Shit. Er muss das ja zur Mühle rüberbringen. Also es war schon richtig so. Aber die fertigen Bretter könnte man da rüberbringen. Das geht schneller. Man könnte auch Holz hier ernten und da reinmachen. Dann geht das hier auch schneller mit der Produktion. Das müsste doch so sein.
Ich habe noch andere Holzdudes eigentlich gehabt. Der hier bringt ja nur das fertige Holz weg. Ich glaube, der holt immer Holz. Dann müsste er Holz von da holen. Das kann er von mir aus noch dort machen. So, der ist der Holzfäller, genau. Ich habe da noch einen Holzfäller gehabt. Habe ich nur einen gehabt, oder doch? Oh, ich habe nur einen gehabt. Der bringt Stein. Ach, der hier holt auch noch Holz. So. Waggons can move 4 items at a time, but they cannot harvest items. They also move much faster on stone roads. Produce 4 wooden wheels at your workshop. Bring the wooden wheels to your base or a barn, so they are in your shared inventory. Open the build menu, worker, wagon. Ah, interessant. Ein 4 Stück, wie soll ich das jetzt einfach nur einen Auftrag geben und fertig, oder wie? Brauchen dafür Holz. Aber die holen sich das Holz natürlich nicht alleine. Ne? Es war ein Arbeiter drin, aber der holt sich das nicht. Das heißt, ich muss noch einen Arbeiter ranschaffen, der dann Bretter dahin bringt. Achso, warte mal. Bretter dahin. Ich habe das Spiel so viel gespielt, du bist zu eng, merkst du nachher. Ja. Das ist doch immer so. Aber eng ist, wie gesagt, ein dehnbarer Begriff. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber du müsstest ja auch so... Wenn man muss meine Tasse hier. Du musst ja auch so sehen. Ich spiele es ja zum ersten Mal. Du hast bestimmt am ersten Mal auch zu eng gespielt. So, wie viele Räder habe ich denn jetzt? Output 3. Aber die muss ich auch nochmal wegbringen, ne? Wahrscheinlich nehme ich einfach den Typen, den ich jetzt habe. Weil ich kann noch mehr Häuser bauen. Ich könnte noch mehr Häuser bauen. Oder ich nehme jetzt einfach den Typen, der das Zeug da reinliefert. Nein, ich habe fast schon so viele Räder. Ich könnte auch 8 machen, dann kann ich noch mehr Waggons bauen. Weil so ein Wagen braucht bestimmt 4 Räder, also mache ich jetzt einfach 8. Ich spiele es heute zum ersten Mal, Krimi. Ah, lecker. So. 5 haben wir schon. Kann man eigentlich so vorspulen. Oh, was ist das denn? Das ist so ein Ding. Eine Schutte. Eine Schutte. Schauen wir mal, was eine Schutte ist. Rolls valid items down, length of Schutte. Er rollt die Items down. Kann man dann irgendwie so Fässer und sowas langrollen lassen? Ich bin gespannt. Ihr müsst nicht spoilern. Ich werde das schon rauskriegen. So. Dim, 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 dim. Wann sind die 8 fertig? Komm schon. Sie schaffen. Komm schon. 2 Dinger. Das zweite Brett müsste jetzt eigentlich reinkommen. Ach, jetzt haben wir 8 fertig. So, du... Der ja hier die ganze Zeit Holz holt. Du machst jetzt was anderes. Du holst die Räder und schmeißt sie da rein. So, jetzt nicht der Holzhacker. Nee. So, und jetzt bringt er die 8 da rein. Dann können wir was bauen damit. Dim, dim. Vielleicht gleich 2 Waggons. Also gerade für den Weg wäre das, glaube ich, ganz cool. So, dann schauen wir mal. Also jetzt können wir auf Worker gehen. Waggon. Ah, ich brauche noch 10 Bretter. Shit. Wir haben mal ein Brett. Hauptalter, hier sind 50 Baumstämme drin. Was zur... Ah, na gut, der nimmt ja die Bretter, die Baumstämme noch von hier. Habe ich extra so gemacht, damit das hier leer wird. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Lass mal die 2 noch durch, dann soll er von da drüben nehmen. Geht der da automatisch eigentlich von woanders hören? Ich bin mal gespannt. Ne, er bleibt einfach nur stehen. Ja, falsch, das, ich muss so. Nein. So. So, Rechtsklick. Dann können wir da jetzt noch mehr Bretter machen.
Der Weg ist auch kürzer. Wir brauchen ja 2 Bretter, 3 Sekunden. Der schafft gerade mal 1 Brett ungefähr. Eigentlich müssten 2 Leute das da reinbringen die ganze Zeit, damit das effizient läuft. Kannst auch auf Deutsch spielen. Oh, das muss ich dann auch mal nach umschalten. So. Wagen. Was? Ich brauche einen Worker? Okay, dann müssen wir nochmal ein Haus basteln. Ich hier noch eins reinquetschen kann. Easy. Ach, updaten könnte man ja auch noch. Ah, ganz vergessen. Naja. So. So, Wagons can move. Move much faster. Produce for... Okay. Was soll ich das hier tun? Ich tue es mal hier hin. Was? Jetzt kommt das mit den Shooter. Handy ways to transport goods long distance. Not that... Only some items, mostly natural resources, will roll down shoots. Also you may need to rotate shoots piece to ensure that roll items driven. Okay. Sowas kann also da reinrollen. Das wäre natürlich nice. Aber das Ding ist jetzt wahrscheinlich einfach so, man sagt jetzt hier Floor, da rüberbringen. Und jetzt ist das... Ach, das ist ein... Ah, ist jetzt wie ein einzelner Typ. Okay. Dann kann der aber ein bisschen woanders helfen. Und zwar beim Einladen. So, aber wir wollen jetzt ja natürlich noch Schuttes bauen. So. Was kosten die denn? Ich guck mal lieber ins Baumenü. So eine Schutte. Ein Rohplanke. Ach, davon haben wir... Ach nee, was heißt Rohplanke? Ist ja gar nicht so roh. So, hier ist der Eingang. Oder... Also hier scheint auch ein Eingang zu sein. Nichts mehr zum Bauen. Mist. Ich muss denen wahrscheinlich auch sagen, dass sie das dann verwenden sollen. Wahrscheinlich. Dauert ungefähr, ich sag mal, 9 Sekunden für ein so ein Brett. Ach, man muss auch bewegen. Ist das wirklich verknüpft? Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder ob das wirklich nur nach dem Berg nach unten funktioniert. Muss man dann sehen. Na, komm schon, 1 Brett kannst du noch herstellen hier. Der Typ rennt die ganze Zeit da hoch und bringt da Zeug rein, aber irgendwie kommt kein Brett raus. Hä? Oder kostet das? Das kostet doch bloß 1 Brett. Ist einer gestorben? Wo ist denn mein Brett-Rauslieferer? Input, Output 3, hä? Ich hatte doch so einen Typen, der eigentlich dafür zuständig war. Die Bretter. Rauszuholen. Wo ist der hin? Ja, wo ist denn der Typ, der die Bretter rausgeholt hat? Der ist weg. Hä? Sterben hier auch Leute? Das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Wieso ist der auf einmal nicht mehr da? Hier. Worker blanks to barn. Wo bist du denn? Da ist er. Steht nur dumm da. Hängt irgendwie fest oder was? Oder ist hier voll? Nee, kann auch nicht sein. Also nochmal. Danken. Rein. Ist er voll? Ah, da gibt es wahrscheinlich nur ein Storage von 4. Und es gibt wahrscheinlich nur ein Storage von 4 und ja, ich habe jetzt schon 4 voll. Ist natürlich doof. Okay, da müssen wir mit Filter arbeiten. Immer. Ah, shit. Delete Content ist natürlich auch. Habe ich es gelöscht komplett. Kann ich jetzt hier sagen,
Ach shit. Kann ich hier sagen, an der Stelle kommt Lanken rein. So. Dann haut das soweit hin. So, Leute. Was ich jetzt mal machen werde, ich werde mal hier ganz kurz Deutsch einstellen. Und eventuell gucke ich mal, ob ich vielleicht sogar eine Aufnahme starte. Ich will mal gucken. Also, ja. Mal schauen. So, und hier endet dann quasi die Livestream-Aufnahme. Und das heißt also, in der nächsten Folge gibt es dann 1080p. Ganz normal, wie es halt gewohnt seid, ohne Facecam und so weiter. Ihr könnt mir aber trotzdem gerne mal einen Kommentar dalassen, ob ihr es eigentlich interessant findet, Let's Play zu haben, wo man mein Gesicht sieht. Ich meine, keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, fragen kann man ja mal. Also, dann würde ich erstmal sagen, ich war der Tenshi hier von Solups Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.